Aber diesmal hat es nichts mit der Leistung eines Sozialversicherungsträgers zu tun. Es gibt ihn wirklich, ein Ort namens Rente, ein kleines Dorf im Nordosten von Spanien. Und wie kam nun dieser Ort zu seiner Berühmtheit? Einer der beliebtesten deutschen Komiker und Showmaster, Hans-Peter Kerkeling, hatte bei seiner Wandertour auf dem Jakobsweg in einem winzigen, uralten Bauernhaus in Galizien in diesem Ort übernachtet. Und dies hatte er in seinem Bestsellerbuch den unzähligen Lesern auch mitgeteilt. Und was macht nun Stefan Kunz als potenzieller Bürohengst auf dem Jakobsweg? Hat ihn der Ort Rente so sehr gereizt, dass er dort seinen Urlaub verbringen will? Oder hat er so viele Sünden, dass er ähnlich den Ritualen im Mittelalter als Buße den Pilgerweg nach Santiago de Compostela zu Fuß bewältigen musste? Ist er heiß vielleicht auf die seit Jahrhunderten begehrte Pilgerurkunde? Aber erzählen wir die Geschichte von Anfang an. Franz, Briefträger aus Scheid in der Südpfalz, hatte vergangenes Jahr über 700 Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt. Ergebnis dieser Tour, er überredete seine Freunde und Bekannte, auch mal ein paar Kilometer auf dem Pilgerweg zu wandern. Und dies war kein leichtes Unterfangen. Wieso sollte ein Mann jeden Tag 20 bis 30 Kilometer laufen? Und das mit vielen, vielen Kilo Gepäck, Schmerzen, Blasen oder sonstigen Problemzonen namens Übergewicht. Keiner von uns wusste eine plausible Antwort. Liegt es an der coolen Clique, den lustigen Situationen, die immer wieder entstehen? Ist es das Unbekannte, das Neue, was einem erwartet? Sportliche Herausforderungen, religiöse Motivation? Ganz ehrlich, die wenigsten hatten eine richtige Erklärung. Und so kam es, dass sich Ende Februar 18 Pfälzer von jung bis alt und bis zu 50 Kilo Übergewicht auf die Flugreise gegen Santiago de Compostela machten. Die Besetzung der Gruppe hatte alles an Amtsträgern zu bieten, was so ein Dorf hergibt. Briefträger, Wassermeister, Filialleiter der Hausbank, Unternehmer, Geschäftsstellenleiter, Hausarzt etc. Sogar der Bürgermeister war bei der Extremwandertour dabei. Um den offiziellen Pilgerstatus zu erhalten, müssen mindestens 200 Kilometer mit dem Rad oder auf einem Pferd bzw. mindestens 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt werden. Da das Pferd keine 18 Pfälzer tragen wollte, entschied sich die Männergruppe notgedrungen, doch für die Fußvariante war ab je, also laufen mit den Füßen. Los ging es in Zaria, einer Stadt ca. 120 Kilometer von Santiago de Compostela entfernt. 5 Tagesetappen a 20 bis 30 Kilometer warteten auf die noch euphorisierten Pfälzer. Diese Hochstimmung sollte aber bald weichen. Ausgestattet mit offiziellen Pilgerausweisen und dem Pilgergruß Buen Camino ging es bei Tagesanbruch los. Nebel, angenehme Temperaturen im Februar, idyllische Hügellandschaften, uralte Eichenwälder und zu schwere Rucksäcke mit über 10 Kilogramm Gepäck. Ein Erlebnis war sicher auch die Wanderung durch die typischen Hohlwege, rechts und links des Jakobswegs, begrenzt mit niedrigen Mauern aus längst vergangenen Jahrhunderten. Auch führte er durch Eukalyptuswälder mit ihren riesigen kerzengeraden Bäumen, die der spanischen Armada im Mittelalter als Schiffsmasten dienten. Und dann weckte die Frühlingssonne in den Männern vergessene Gefühle, welche die meisten schon nicht mehr kannten. Erschöpfung, Atemnot, körperliche Schmerzen an unbekannten Stellen. Am zweiten Tag kamen die ersten Blasen und sonstige Wehwehchen dazu. Und der Körper hatte keine Zeit zur Erholung. Am nächsten Tag ging es weiter. Auch die Urinstinkte kamen zum Vorschein. Der Mann als Jäger und Sammler. Und was sammelten die Männer? Pilgerstempel. Der Pilgerpass reicht normalerweise wochenlang für die erforderlichen Stempel entlang des Jakobsweges ab den Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich bis zum Grab des Apostel Jakobus in Santiago. Und die Pfälzer sammelten in den 5 Tagen so viele Stempel, wie sie konnten. In Kirchen, in den Pilgerherbergen, in Hotels, in Restaurants, in Gaststätten speziell für Pilger. Die Krönung, auch in einer Disco besorgten sie sich den begehrten Wandernachweis.
und der Pilgerpass wurde voll. Und zwar so voll, dass bei der abschließenden Passkontrolle in Santiago de Compostela ganz genau nachgeschaut wurde, ob alles hier mit rechten Dingen zugegangen ist. Dann war es soweit. Nach 120 Kilometern Fußmarsch in 5 Tagen und zu viel Schmerzen gab es die begehrte Pilgerurkunde in lateinischer Schrift. Ein außergewöhnliches Erlebnis nach all den Strapazen war sicher der Besuch des Gottesdienstes in der riesigen Kathedrale am Ziel in Santiago de Compostela. Berühmtes Ritual ist hier das Schwenken des überdimensionalen Weihrauchfasses durch 7 erwachsene Männer. Und zum Abschluss gönnten sich die Pfälzer Pilgergruppe das älteste Hotel der Welt, Parador dos Reis Catholicos, eingeweiht im Jahre 1499, im 20. Jahrhundert umgebaut zur Luxusherberge und zum 500-jährigen Jubiläum von König Juan Carlos und Königin Sofia nochmals geehrt. Eine andere, längst vergessene Welt, in der eine Übernachtung zu einem Erlebnis wird. Anmerkung der Redaktion, noch schöner wäre es gewesen, wenn der Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg anstatt mit seinem Kumpel, mit seiner Ehefrau das romantische Hotelzimmer inklusive Himmelbett hätte erleben können. Erschöpft, aber glücklich und mit Pilgerstatus kehrte die interessante, untypische Wandergruppe in die Heimat zurück. Natürlich mit großem Empfangskomitee der Scheiderbevölkerung. Eine Reise, die in die Dorfchronik eingehen wird. Und wenn ich gefragt werde, Stefan, würdest du den Jakobsweg nochmals gehen? Ja, aber nur mit meiner Frau. Nie im Sommer, weiterhin keine Pilgerbergen und noch mehr mit anderen Wanderern aus aller Welt ins Gespräch kommen und neue interessante Geschichten erleben. Deine Pilgerschar, in deinen Spuren wandelt manches Jahr. Lass uns auf den Wegen Gottes Weg verstehen. Gib uns deinen Segen, wenn wir weitergehen. Gib uns deinen Segen, wenn wir weitergehen. Segne Sankt Jakobus, du, wenn den Weg wir fehlen, ruf das Ziel uns zu. Schütze vor dem Unheil, vor des Bösen Wut. Stets mit deinem Mantel, deinem Pilgerhut. Stets mit deinem Mantel, deinem Pilgerhut. Segne Sankt Jakobus manchen schweren Gang. Stärke uns und tröste, denn der Weg ist lang. Ohne deine Hilfe schaffen wir es nicht. Stille unsere Sehnsucht, führe uns ins Licht.